Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer Brötchen und ja, wieso seid ihr eigentlich gerade nicht draußen? Es ist so geiles Wetter, irgendwie 25 Grad bei uns. Ich war auch schon wieder die letzten Tage richtig viel draußen, gestern Leichtathletik-Wettkampf gehabt und so weiter, richtig chillig mit der Schule. Mit dem Sport-LK, in dem man auch Klausuren schreibt, ja. Und ja, ich habe hier im Hintergrund einfach mal so ein paar Szenen zusammengeschnitten, die zu dem Thema passen, worüber ich heute reden möchte. Und das betrifft die overpowerten Waffen in Black Ops 2. Weil ich in letzter Zeit einfach so oft, ach ja genau, hier, was ich gerade noch erwähnen wollte, ist, dass hier ein paar Sachen ein bisschen schneller gemacht sind, also nicht wundern, ja. Und in letzter Zeit werde ich so oft einfach immer von Waffen gekillt und es ist einfach jetzt so eine Masse an Frust vorhanden bei mir meistens. Und deswegen wollte ich einfach mal darüber reden, dass ich so oft von irgendwelchen Waffen gekillt werde, wie Remington, Scorpion, wie ihr hier seht, oder Kap 40. Und das regt mich einfach tierisch auf und deswegen will ich jetzt einfach heute mal darüber reden. Double Time for the Win und so. Ja. Was mich einerseits ankotzt, was ich nicht verstehe, ist einmal Treyarch. Die haben das Spiel jetzt seit über einem halben Jahr draußen, ja. Und es gibt wahrscheinlich so viele Beschwerdebriefe und E-Mails und was weiß ich, dass die Waffen Scorpion und Kap 40 zum größten Teil sowas von overpowered sind. Und die müssen das auch eigentlich mal gemerkt haben, dass da die Leute unzufrieden sind und die ganzen Noobs nur mit diesen Scheißwaffen spielen. Und da müssen die doch eigentlich mal was ändern. Also ich verstehe das nicht, was da für eine Logik bei denen vorhanden ist, wie die denken. Also ich denke mal, wahrscheinlich könnte es so sein, dass sie sich gedacht haben, ja, wir setzen einfach mal ein paar Waffen an, die wir einfach mal stärker machen. Und damit die Leute dann, die schlecht spielen, auch einfach mal irgendwie, ja, wie mit irgendwelchen Scheißwaffen spielen können, die die anderen aufregen, die gut spielen, damit dann trotzdem Kills erreichen. Und dann natürlich auch die neuen Spiele wieder kaufen, weil sie denken, ja, es gibt bestimmt wieder irgendwelche geilen Waffen, die wir spielen können. Und ja, einfach mal für den Arsch, Treyarch, wenn ihr das hier seht. Natürlich nicht, weil ich nicht so eine große Reichweite habe, aber ist ja auch egal. Ja, und ich würde einfach sagen, macht doch einfach im nächsten Spiel alle Waffen, die ihr haben wollt, auf 100% Schaden und die anderen nur auf 50%, damit es noch fairer wird, ja. So mal als kleine Ironie am Rande. Und ja, jetzt gleich geht's auch schon mit der Kap 40 weiter und da wären wir dann auch schon bei der nächsten Waffe, die mich aufregt. Und ihr seht ja hier im Gameplay auch, wie krass man mit der Scorpion einfach abgehen kann. Ich habe jetzt gerade auch mit ein paar Abonnenten ein paar Gameplays erspielt, beziehungsweise einfach mal 3 Runden gespielt und davon waren alle an die 50 Kills. Und ich habe gestern Abend, bin ich richtig ausgerastet wieder, weil ich einfach nichts hingekriegt habe. Und heute habe ich einfach mal die Kap 40 und die Scorpion ausgepackt und in 3 Runden direkt immer locker an die 50 Kills gekommen. Ich verstehe es einfach nicht, wie man die Waffen, das Spiel an sich so kaputt machen kann, indem man solche Waffen einfach überhaupt nicht irgendwie mal balanced. Und wie ich eben schon gesagt habe mit den Beschwerdebriefen, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach dann auch mal auf die Spieler reagiert und dann einfach sagt, ja komm, lass uns die Waffen doch jetzt einfach ein bisschen runterpatchen, damit die Spieler auch ein bisschen zufriedener sind mit dem Spiel. Und ich kann es einfach nicht verstehen, weil die Kap 40 wurde ja jetzt vor einer Woche, glaube ich, oder vor zwei runtergepatcht oder genervt, heißt es, glaube ich, aber die ist immer noch so stark, wie ihr seht. Ich meine, was haben die daran geändert? Haben die vielleicht 1% Schaden oder was da weggemacht? Also, ich kann es einfach nicht verstehen. Und da sage ich auch nochmal, ich will, dass diese Waffen gepatcht werden, dass die einfach schlechter gemacht werden, dass man auch noch Spaß hat, andere Waffen wie Sturmgewehre zu spielen und nicht die ganze Zeit darauf angewiesen ist, irgendwelche SMGs zu spielen, wie eben die Scorpion oder MP7 und PDW und so weiter. Weil die eben einfach das schnellste Movement und den größten Schaden haben hier im Spiel. Natürlich gibt es jetzt auch wieder Sturmgewehre, die nicht schlecht sind, aber im Vergleich zur Scorpion und zur Kap 40 kann eigentlich fast keine Waffe mithalten. Außer vielleicht die Remington, weil das einfach eine scheiß Shotgun ist, die auch mega überpowered ist und das, ich könnte so lange über dieses Thema reden, aber das Gameplay ist jetzt auch vorbei und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das hier seht. Und ja, haut da rein und bis zum nächsten Mal.